Okay. Wir haben in den letzten Sitzungen an verschiedenen Aufgaben so ein paar Begriffe intuitiv erarbeitet. Wir sind irgendwie gestoßen auf Untergruppen und erzeugende Elemente und so weiter. Und das würde ich heute gerne mit euch mal systematisieren. Nochmal schauen, was genau sind Untergruppen, was sind erzeugende Elemente, welche Konsequenzen hat es auf endliche und unendliche Gruppen und so weiter. Okay? Und wir führen es heute im gemeinsamen Dialog, schauen wir uns mal ein paar Begriffe an. Wir schauen uns zunächst mal den Begriff Untergruppe an. Was ist eine Untergruppe? Okay, Definition. Wir brauchen eine Definition für Untergruppe. Und das machen wir mal gemeinsam. Wenn ich den Begriff Untergruppe definieren will, was brauche ich am Anfang als Voraussetzung für eine Untergruppe? Ja. Ja, eine Gruppe, oder? Also sagt man erstmal bei der Definition, sei G mit irgendeiner Operation, Punkt hier, ne, eine Gruppe. Okay, das ist die Voraussetzung. Wenn wir jetzt eine Untergruppe haben wollen, versucht mal zu beschreiben, was eine Untergruppe ausmacht. Was macht eine Untergruppe aus? Was brauche ich für eine Untergruppe? Genau, also die muss auch eine Gruppe sein. Aber wieso sagt man Untergruppe dazu? Genau, also eine Gruppe ist dann eine Untergruppe von einer Gruppe, wenn die Menge dieser Untergruppe eine Teilmenge von der Gruppe ist. Ne? Wenn es irgendwelche Elemente sind, die nicht mit der Gruppe zusammenhängen, würde man nicht von Untergruppe sprechen. Das heißt, ich brauche eine Menge und sei U eine Teilmenge von G. Also ich brauche irgendeine Menge U, die eine Teilmenge ist von der Menge G. Und die muss mit der Verknüpfung wieder eine Gruppe sein. Dann habe ich die Gruppe G, die große Gruppe, und U ist die Teilmenge, ne? U ist eine Teilmenge von G und auch eine Gruppe, das heißt ein Teil von der gesamten Gruppe, von der Obergruppe, wenn man so will. Also, sei G mit der Operation einer Gruppe und sei U Teilmenge von G. Und was wir vielleicht noch sagen sollten, ist, dass U ungleich die leere Menge ist. Also wir brauchen schon mindestens ein Element drin, um von einer Untergruppe sprechen zu können. Okay? Dann heißt U mit der Operation Untergruppe von G. Genau dann, wenn U bezüglich der Operation die Gruppenaxiome erfüllt. So, das ist eine Untergruppe. Übrigens, kleiner Tipp. Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt für MathematikerInnen findet jedes Jahr wo statt? Weiß jemand von euch? Hier in der Nähe? Untergruppenbach, genau, richtig. Bei Heilbronn gibt es nämlich eine Stadt, die heißt Untergruppenbach. Ne? Untergruppenbach ist, ja, sehr gut, hast du sogar, super, nicht schlecht, ja, genau. In Untergruppenbach, ja. Untergruppenbach liegt bei Heilbronn in der Nähe, ne? Und da gibt es die Burg Stettenfels. Nächstes Wochenende, großer Mittelaltermarkt. Wer Lust hat, kann dann auch den Joke überall loswerden. Also einfach allen erzählen dort, dass das total lustig ist, weil das Untergruppenbach ist. Ja, genau. Okay, also. Okay, also Untergruppe, das ist die Definition einer Untergruppe. Jetzt schauen wir mal, gucken wir uns ein paar Beispiele an, oder? Also angenommen, wir haben die ganzen Zahlen mit welcher Operation, damit es eine Gruppe ist?
Die ganzen Zahlen sind mit welcher Operation eine Gruppe? Traut euch. Ja? Mit der Addition, okay. Warum mit der Addition? Also klar, wir müssen natürlich die vier Gruppenaxiome zeigen, ne? Abgeschlossen ist Z mit der Addition, ne? Weil zwei ganze Zahlen addiert, ergibt eine ganze Zahl. Assoziativität gilt auch, wissen wir, in Z mit Addition gilt Assoziativität. Gibt es ein neutrales Element in Z, nämlich die 0? Und gibt es zu jedem Element in Z ein inverses Element? Nämlich zu 2 ist es minus 2, zu minus 5 ist es 5 und so weiter. Okay. Jetzt schauen wir, also Z plus ist eine Gruppe. Jetzt schauen wir uns mal Folgendes an. Die Menge der geraden ganzen Zahlen mit der Addition. Frage, ist das eine Untergruppe von Z? Was müssen wir klären, ob das, wenn wir wissen wollen, ob das eine Untergruppe ist? Was müssen wir als erstes schauen? Genau, ist 2z eine Teilmenge von z? Ja, okay, die geraden ganzen Zahlen sind offensichtlich eine Teilmenge der ganzen Zahlen. So, jetzt nehmen wir dieselbe Operation und jetzt müssen wir schauen, ob 2z mit der Addition auch die Gruppenaxiome erfüllt. Los geht's. Wie sieht's aus mit der Abgeschlossenheit? Du nickst, wieso? Genau, okay. Also abgeschlossen ist es. Kommt immer eine gerade Zahl raus, eine gerade ganze Zahl. Assoziativität, ja, könnte man das kompliziert zeigen, machen wir aber nicht, weil wir wissen, es ist assoziativ. Gibt es das neutrale Element in dieser Gruppe? Ja? Auch die 0, genau. Also es muss dasselbe neutrale Element sein. Das neutrale Element muss auch in der Untergruppe sein. Also das neutrale Element dieser Gruppe muss auch Element in dieser Gruppe sein, denn wenn es hier neutral ist, dann wird es auch hier neutral sein. Es wird kein neues, anderes Element hier neutral sein können, sonst wäre das auch hier neutral und es kann ja nur ein neutrales Element geben, Highlander-Prinzip. Also das neutrale Element hier muss auch da drin sein, die Null ist drin, fertig. Ja. Ja. Warum ist die Null eine gerade Zahl? 2 mal 0 ist 0, genau. Also ist durch 2 teilbar. Ist ein Vielfaches von 2. Okay. Und jetzt noch, gibt es zu jedem Element das Inverse? Ja, genau. Also ne, zu jeder geraden ganzen Zahl ist gerade minus diese Zahl das Inverse. Und das ist natürlich auch eine gerade Zahl. Eine gerade ganze Zahl. Okay. Also das ist eine Untergruppe. Wir haben, ne, wenn man es so darstellt, wir haben hier z als Menge und die geraden Zahlen sind eine Untermenge, eine Teilmenge von z. Z mit Plus ist eine Gruppe und 2z mit Plus ist auch eine Gruppe. Und weil 2z eine Teilmenge ist von z, ist es eine Untergruppe. Das bedeutet Untergruppe. Nehmen wir noch ein anderes Beispiel. Wie sieht es aus mit n und die 0 plus? Die Gruppe, die wir betrachten, sind die ganzen Zahlen mit plus. Ist n0 mit plus eine Untergruppe von z plus? Ich nehme jetzt nur die positiven ganzen Zahlen. Okay? Die positiven ganzen Zahlen. Sind die positiven ganzen Zahlen eine Untergruppe? Ja? Ja, sind eine? Ja, okay, warum? Weil die 0, 2, 4, 6 hat 15. Warum? Also, Vorsicht, wir betrachten diese Gruppe Z plus als Obergruppe und jetzt haben wir die natürlichen Zahlen als Menge. Also, die sind drin. Okay, die natürlichen Zahlen sind eine Teilmenge von Z. Also, erste Bedingung ist schon erfüllt und die sind nicht leer. Okay. Wie sieht es jetzt aus mit den Gruppenaxiomen? N mit der Addition, ja? Ah, warum?
Genau, es gibt keine inversen Elemente zu natürlichen Zahlen bis auf die 0. Ne? Zu 0 ist die 0 invers. Okay, 0 plus 0 ist 0. Aber ansonsten zu 3 oder 4 oder 5 gibt es kein inverses Element hier drin. Und insofern ist es keine Untergruppe, weil es keine Gruppe ist. Also n mit der Addition ist keine Gruppe. Hat man schon mal irgendwann untersucht. Wie sieht es denn aus, wenn ich als Obergruppe, sagt man eigentlich nicht, aber als Gesamtgruppe z mit Plus habe und dann nehme ich die Primzahlen mit der Addition. Sind die Primzahlen mit der Addition eine Untergruppe von z mit der Addition? Also erstmal, ist es eine Teilmenge? Sind die Primzahlen eine Teilmenge der ganzen Zahlen? Ja. Erste Bedingung erfüllt, nicht leer, okay. Ist es eine Gruppe? Ja? Nee, Primzahlen sind positiv. Ja, also würde man jetzt, genau, als Teilmenge natürlich nicht sein, dann ist es wieder eine Halbgruppe, genau, es ist keine Gruppe, weil es keine inverse Elemente gibt. Ja. Aber das ist nicht der einzige Grund. Also vielleicht könnte man ja noch sagen, okay, wir finden auch negative Primzahlen sind auch Primzahlen und so weiter. Aha, Moment. Primzahl. Ja, genau. Es ist nicht abgeschlossen. Ja, die Addition innerhalb der Menge der Primzahlen ist nicht abgeschlossen. Genau. Ja, ist nur also. Oh, das ist eine gute Frage. Wie nennt man eine Gruppe, eine Struktur, die nur assoziativ ist, aber nicht abgeschlossen? Ich glaube, gibt mir nichts. Nee, weiß ich nicht. Nee. Müsste man mal gucken. Vielleicht hat irgendjemand davon schon mal einen Namen geprägt. Fällt mir jetzt nicht ein, weiß ich nicht. Ja. Okay, also das ist keine Untergruppe, das ist keine Untergruppe, das ist eine Untergruppe. Ja. Kann man dann zu der zweiten Zahl auch unterhalb Gruppen sagen? Sehr gut. Genau, unterhalb Gruppe. Ja, also man kann auch diese Unterstruktur für Halbgruppen definieren. Ich habe eine Halbgruppe und dann gibt es noch eine Teilmenge, die ebenfalls die Halbgruppenaxiome erfüllt und damit ist es eine Unterhalbgruppe. Ja, genau. Okay. So, als nächstes schauen wir uns mal endliche Gruppen an. Das waren jetzt unendliche Gruppen. Ne? Unendliche Gruppen sind Gruppen, bei denen die Trägermenge unendlich viele Elemente hat. Unendlich große Gruppe. Okay, jetzt schauen wir uns mal endlich große Gruppen an. Und da gibt es einen interessanten Satz, nämlich den sogenannten Satz von Lagrange. So heißt der Mensch. Ne? Von Lagrange. Genau. Also, da haben wir jetzt als Voraussetzung eine endliche Gruppe. Das heißt, die Menge G hat nur endlich viele Elemente. Ne? Eine endliche Gruppe und ist U eine Untergruppe von G? Wie viele Elemente hat dann U? Auch endlich viele natürlich. Na, geht ja nicht anders. Eine Teilmenge U von G. Eine Untergruppe von G. So. Dann ist die Ordnung von U. Was war nochmal die Ordnung einer Gruppe? Genau, die Anzahl der Elemente, die in der Menge drin sind. Ne? Bei Z ist die Ordnung unendlich und bei den Gruppen, die wir letztes Mal untersucht haben, die ganzen Dreieckabbildungs-Symmetriegruppen und so weiter, das waren endliche Gruppen, da ist die Ordnung halt eine endliche Zahl. Ne? Also was heißt eine endliche Zahl? Eine natürliche Zahl, nämlich die gibt die Anzahl der Elemente an. Okay, also wenn ich eine endliche Gruppe habe und U ist eine Untergruppe von G, dann ist die Ordnung von U ein Teiler
der Ordnung von G. Also, wenn ich eine Untergruppe habe, die eine Untergruppe, bewege mich in endlichen Gruppen, die Menge G hat eine bestimmte Anzahl von Elementen, die Untergruppe hat eine bestimmte Anzahl von Elementen, dann ist diese Anzahl ein Teiler der Anzahl der Elemente von G. Und das schauen wir uns jetzt mal näher an. Wir haben das letzte Mal ja ein paar endliche Gruppen uns angeschaut und vielleicht gucken wir uns noch mal eine an, nämlich die Deckabbildungsgruppe des Rechtecks. Mit der Verkettung als Verknüpfung. Welche Deckabbildungen gibt es beim Rechteck? Alle Deckabbildungen. Genau, das ist immer richtig, ne? Die Identität ist eine Deckabbildung. Eine Kongruenzabbildung, die das Rechteck auf sich selbst abbildet. Identität. Manche sagen gerne die Drehung um 0 Grad. Okay, ja? Und die Drehung um 180 Grad. Ich nenne jetzt einfach mal D, okay? Das ist unsere Drehung. Ich drehe das Rechteck um 180 Grad. D, um 180 Grad. Okay, ja? Die Spiegelung. S1 und S2. Darf ich sie vielleicht V und H nennen? Nee, genau. S1 und S2, bitte. Ich habe S1 und S2 gesagt. Genau. Ich nenne sie jetzt einfach mal V und H, weil es vielleicht einfacher macht, zu entscheiden, über welche wir reden, nämlich die vertikale und die horizontale Achse. Wobei man sich jedes Mal trotzdem überlegt, was war jetzt nochmal vertikal und was war horizontal. Ne? Ich habe da auch jedes Mal Probleme. Ja, horizontal ist der Horizont, genau, vertikal das andere. Okay. So, lasst uns mal die Gruppentafel ausfüllen. Die Identität, mit der Identität verknüpft ist die Identität, okay. Können wir vielleicht ein bisschen Zahlen zulegen? Mit der Identität zum Beispiel? Wenn man zweimal das gleiche tritt, dann kommt auch immer die gleiche Tritt raus. Ah, okay. Und du gehst schon in die Vollen. Ja. Genau. Die Drehung mit der Drehung verknüpft ist, die Identität um 180 Grad gedreht, mit 180 Grad gedreht ist Ausgangssituation. Okay. Ja. Es kommt immer die Identität raus, ne? Genau. Wenn ich zweimal an derselben Achse hintereinander spiegel, kommt die Identität raus. Und wenn ich zweimal, ne, genau, egal welche Achse ich nehme. Ja. Moment, stopp, genau, gleich. Kommt gleich zu dir, okay? Jedes Element mit sich selbst verknüpft ergibt Identität. Wie nennt man solche Elemente? Selbstinverse Elemente, genau. Beim nächsten Mal melden, bitte. Genau, also jedes Element ist selbstinvers in dieser Gruppe. Ne? Sein eigenes Inverses. Okay. So, und jetzt kommst du. Wenn man die Identität mit einem beliebigen anderen verknüpft, kommt immer das andere raus. Wenn man die Identität mit irgendeinem anderen Element verknüpft, kommt immer das jeweils andere raus, egal ob man die Identität links dran verknüpft oder rechts dran verknüpft. Ja. Na, die Identität ist halt das Neutralelement in dieser Gruppe, ja, das heißt, das neutrale Element verknüpft mit irgendeinem anderen Element ergibt jeweils das andere Element. So, jetzt können wir wieder ein bisschen Sudoku spielen. Wir müssen noch die restlichen Elemente ausfüllen. Ja, wie geht's weiter? Wenn ich an der vertikalen Achse zunächst spiegele. Ja? Gucken wir uns das mal an. Wenn ich zuerst an V spiegele, wo liegen die Punkte? C auf D und
Okay. Und wenn ich anschließend um 180 Grad drehe, gegen den Uhrzeigersinn, wobei das eigentlich keine Rolle spielt in dem Fall, ja? Dann liegt B auf D, A auf C, C auf A und D auf B, ne? So. Nacheinander ausgeführt, erst an der vertikalen Achse gespiegelt, dann um 180 Grad gedreht. Ja? Wir haben zweimal blau A. Da muss ein Fehler drin liegen. Genau. B ist richtig? Das ist C? Richtig, ihr habt recht. Genau, C, 180 Grad gedreht, kommt da unten raus. So, jetzt die Frage. V verknüpft mit D, also nacheinander ausgeführt. Was ergibt das für eine Abbildung? Wie komme ich direkt von A, B, C, D zu A, B, D, C? Ja? Genau, Spiegelung an der horizontalen Achse. Also V verknüpft mit D ergibt H. So, und jetzt können wir weitermachen. Jetzt spielen wir Sudoku. In jeder Zeile und jeder Spalte darf jedes Element genau einmal vorkommen. Das muss V sein, an der horizontalen Achse gespiegelt und dann um 180 Grad gedreht. Könnte ich auch einfach nur an der vertikalen Achse spiegeln? Da muss ein D hin. Da muss ein D hin. Dann bleibt hier nur das V, richtig? Sehr schön, fertig. Das ist die Deckabbildungsgruppe des Rechtecks. Die hat auch einen speziellen Namen. Weiß jemand, wie diese heißt? Diese spezielle Gruppe, also diese Gruppenstruktur. Ne? Es gibt ja noch andere, die gleiche Struktur haben, die isomorph sind zu dieser Gruppe. Ja? Genau. Ja. Biersche Kleinergruppe, Kleinsche Vierergruppe, ein kommutativer Begriff. Genau. Nein, nein, das ist die Kleinsche Vierergruppe. So nennt man die. Also es gibt nicht jede Gruppe hat einen eigenen Namen, ne? Aber die hat einen eigenen Namen. Und ein anderer, etwas allgemeinerer Name ist die Diedergruppe des Rechtecks. Was ist eine Diedergruppe? Dieder ist ein Begriff, der bedeutet zwei Flächner. Also ihr habt das Rechteck und ihr könnt es auch so wenden, umklappen, hat zwei Flächen, ist einfach eine ebene Figur. Ne? Und eine Diedergruppe ist die Deckabbildungsgruppe einer ebenen Figur. Also alle Achsenspiegelungen und alle Drehungen zusammengenommen ergeben eine Diedergruppe. Es gibt auch die Diedergruppe des gleichseitigen Dreiecks beispielsweise. Ne? Wie viel Elemente hat die Diedergruppe des gleichseitigen Dreiecks? Oder welche Elemente? Also alle Deckabbildungen des gleichseitigen Dreiecks? Ja. Drei Drehungen und? Drei Spiegelungen. Sechs Elemente, ja, klar. Nein. Vorsicht. Es gibt die Diedergruppe des gleichseitigen Dreiecks oder jedes Dreiecks. Es gibt die Diedergruppe des Rechtecks weiter. Die Diedergruppe gibt es zu allen Figuren, gibt es die Deckabbildungen der Figuren und die sind eine Gruppe. Die sogenannte Diedergruppe dieser Figur. Und eine Diedergruppe, nämlich die des Rechtecks, hat diese Struktur, das ist die Kleinsche Vierergruppe, weil sie vier Elemente hat und diese Struktur hat. Wir erinnern uns, es gibt nur insgesamt zwei Gruppen, die bezüglich, da sind gerade Luftballons reingekommen, jemand guckt den Stream, geil. Da haben wir Luftballons gerade, okay. Wer von euch war das? Ja, super. Es gibt nur zwei strukturell unterschiedliche Vierergruppen, nämlich diese hier und die zyklische Gruppe mit vier Elementen, also die Drehsymmetriegruppe des Quadrats. Gucken wir uns gleich mal an. Okay, also jetzt haben wir diese Gruppe hier. Okay. Welche
Untergruppen hat diese Gruppe? Welche Untergruppen hat diese Gruppe? Wir sind jetzt auf der Suche nach einer Teilmenge von diesen vier Elementen, die mit der Verkettung als Verknüpfung wiederum eine Gruppe ergibt. Wer sieht eine? Ja. Die Identität, genau, und die Drehung, die beiden zusammen sind eine Untergruppe, genau. Wie viele Elemente hat die? Aha, Satz von Lagrange, 2 ist ein Teiler von 4. Wir brauchen eigentlich gar nicht nach Untergruppen mit 3 Elementen suchen, ne? Also wir haben den Satz von Lagrange nicht bewiesen, den beweisen wir auch nicht, da muss man einiges an zusätzlichen Begriffen noch einführen und so, das interessiert uns eigentlich nicht so sehr. Wir nehmen den mal als bewiesen an, okay? Und das heißt, wir brauchen gar nicht nach 3-elementigen Untergruppen zu suchen, sondern 2-elementige, genau. Und dann haben wir jetzt ID und D zusammengenommen. Ah, das ist der ganze obere linke Bereich, ne? Dieser Bereich hier ist eine eigene Gruppe. Ist abgeschlossen. Ne? Kommt hier hinten nichts anderes raus, als am Rand steht. Assoziativ sowieso, weil wir bewegen uns in den Abbildungen, in der ist das Maschinenmodell. Hat jedes Element, gibt es das neutrale Element in der Gruppe? Ja, Idee. Hat jedes Element ein inverses Element? Ja, Idee. Und zur Drehung ist es die Drehung selbst. Okay, fertig, Untergruppe. Gibt es weitere Untergruppen? Ja, alle Gruppen im Verbund mit Idee, also Idee V und Idee H. Genau. Also IDV zusammengenommen ist eine Gruppe, ne? Und IDH. Also wir können sie mal neben dran schreiben vielleicht. Also wir haben ID, ID und D als Untergruppe. Wir haben ID und V als Untergruppe. Und wir haben ID und H. Also immer natürlich mit der Verkettung als Verknüpfung, ne? Eine Untergruppe. Gucken wir uns gleich an. Erstmal zu den dreien. Fällt euch was auf? Wenn ihr mal in euer Begriffsgedächtnis sucht, fällt euch was auf, ja? Richtig, genau, die sind alle isomorph. Yes! Strike! Warum sind die isomorph? Nein, ja? Ja, okay, weil hier alle Elemente selbst invers sind bei dieser Zweiergruppe. Das ist noch nicht genügend Begründung. Naja, weil die sind strukturell gleich. Entschuldigung. Sag du's. Die sind strukturell gleich, genau. Ja, sehr gut. Die sind strukturell gleich. Die unterscheiden sich ja nur durch die Benennung. Ich kann die übereinander schieben und ich bin dann D in V um und so weiter und dann sehen sie gleich aus. So, hier wird gerade gefragt, und dann, wie heißt diese Vorlesung? Gruppentheorie? Nee, die hat einen viel cooleren Namen, die Vorlesung, oder? Die heißt Fun with Algebra. Ich hoffe, es ist Englisch richtig ausgesprochen. Okay, gut. Ist das so eine andere Frage gestellt? Ja, nämlich? Ja, dann schauen wir doch mal. Idee mit V. Idee mit V und H. Kann das keine Untergruppe sein? Also ist das eine Untergruppe? Wenn das eine wäre, dann hätte sie ja 3 Elemente und dann würde der Satz von Lagrange nicht gelten, dass die Teil, ne, die Menge, dass die Anzahl der Elemente der Untergruppe ein Teiler ist von der Anzahl der Elemente der Gruppe, weil 3 ist ja kein Teiler von 4. Aber gucken wir mal, ob es stimmt. Also, ne, ist das eine Untergruppe? Nicht abgeschlossen. Sehr gut. Ihr seid so gut. Keine Untergruppe.
Wenn du drei Elemente von den vier nimmst, wird immer irgendwo das andere vierte mit rauskommen. Kann nicht abgeschlossen sein. Okay, also wir haben jetzt drei zweielementige Untergruppen gefunden. Es gibt keine weiteren zweielementigen Untergruppen offensichtlich. Also wir können jetzt auch nicht D und V kombinieren, weil wir dann das neutrale Element nicht in der Gruppe hätten. ID muss immer mit dabei sein. Das heißt, ich muss ID immer kombinieren mit einem der anderen drei. Ich kann also nur drei zweielementige Gruppen haben. Sind aber noch nicht alle Untergruppen. Ja, die Identität mit der Verkettung als Verknüpfung. Einelementige Gruppe. Die Gruppe, die nur besteht aus dem Neutralelement mit der jeweiligen Operation, ist immer eine Untergruppe. Das nennt man auch triviale Untergruppe. Genauso wie die 1 immer ein Teiler jeder natürlichen Zahl ist. Okay, jetzt wird alles klar, ne? Genau. Es gibt immer noch weitere Untergruppen. Nein, doch. Ja, Moment. Da muss ein Neutralelement muss in der Gruppe sein. Nee. Nur Idee, genau, das haben wir gerade gehabt schon. Das ist die einelementige Gruppe, ne, die nur besteht aus dem Neutralelement mit der Verkettung, mit der Operation, ist immer eine Untergruppe. Richtig. Die Untergruppe muss eine Teilmenge sein von G, keine echte Teilmenge. Das heißt, auch jede Gruppe ist Untergruppe von sich selbst. Genauso wie jede Zahl auch sich selbst teilt. Ah, jetzt wird alles klar. 13 Jahre Schulmathematik plus 3, 4, 5 Jahre Hochschulmathematik und jetzt fügt sich alles zusammen. Nee, okay, also wir haben immer zwei triviale Gruppen. Immer zwei triviale Gruppen, nämlich die einelementige Gruppe, die nur aus dem Neutralelement besteht. Und die gesamte Gruppe ist auch immer Untergruppe von sich selbst. Und dann gibt es noch Gruppen, die echte Teilmengen sind und nicht trivial, aber deren Ordnung ist immer ein Teiler von der Ordnung der Gesamtgruppe. Okay. Ach, wir schauen uns noch eine andere Untergruppe an. Eine andere Gruppe mit ihren Untergruppen an. Weil es so schön ist. Muss ich jetzt die Tafel wischen. Jetzt werden sich wieder alle möglichen Leute in den Kommentaren beschweren, dass die Tafel nicht gut genug gewischt ist. Besser als quietschende Kreide, genau. Also soll sich keiner beschweren gefälligst, sonst bringe ich quietschende Kreide mit beim nächsten Mal. So, wir schauen uns mal eine Gruppe an, nämlich, was habe ich überlegt? Ah ja. Also, das, Leute, das soll ein regelmäßiges Sechseck sein, okay? Ja, okay. Regelmäßiges Sechseck. Und wir gucken uns jetzt die Drehsymmetriegruppe des regelmäßigen Sechsecks an. Okay? Welche Elemente sind da drin? Welche Deckdrehungen gibt es beim regelmäßigen Sechseck? 60 Grad Drehungen, Vielfache davon. Sehr schön. Das heißt, wir haben welche Drehungen oder welche Elemente in der Gruppe? Ja, genau. Immer schon mal ein Punkt in der Klausur. Ne? Idee hingeschrieben, ein Punkt. Perfekt. Ja, genau. Idee zu vergessen ist einfach nur blöd. Irgendeiner wird es schaffen. Genau. In der Aufregung. Das ist dann die Aufregung und so weiter. Naja, okay. Also Idee gibt einen Punkt. So, dann haben wir die Drehung um 60 Grad. Darf ich die mal D1 nennen? Ist okay, damit ich jetzt nicht so viel schreiben muss. Danke. D2, Drehung um 120 Grad. Sehr schön. Und dann haben wir noch die D3, oder?
um 180 Grad, D4 um 240 Grad und D5 um 300 Grad. Genau. Okay. Wobei, ich habe mich gerade umentschieden. Wir schreiben es dazu. Ja. Ist günstiger jetzt gleich. Also, D60, 120, 180, 240, 300. So, das Ganze haben wir natürlich auch hier. D60, D120, D180, D240 und D300. Okay. Nur die Drehsymmetrien, genau. Die sind ja auch eine Gruppe. Mhm. Willst du mal gleich? Also komm. Genau, das ist nur abschreiben. D180, D240 und D300 und auch hier runter. So, okay. Weiter geht's. Hm? Nee, genau, was ist das System? Wie kann ich so eine... Genau. Genau. Es verschiebt immer um 1, ne? Weil ich hier unten, wenn ich von einer Zeile zur nächsten gehe, addiere ich ja immer 60 Grad. Das heißt, ich schiebe gerade 1 weiter. Wie nennt man denn diese Gruppe? Oder was ist das für eine Gruppe, weswegen das einfach so easy geht? Wem fällt der Begriff ein? Zyklische Gruppe, genau. Ne? Wir drehen. So, das ist ein bisschen langweilig, das jetzt hier auszufüllen, aber... So, aber wir haben es gleich. Da kommt Idee hin. D60, D120, D240 und D300. So. Okay. Zyklische Gruppe, 6 Elemente. Zyklische, genau, Deckdrehungen des Sechsecks regelmäßig. Okay. Untergruppen. Welche Untergruppen gibt's? Welche kann man sofort sagen? Ja? Idee mit der Verkettung, sehr gut. Und? Ja. Idee mit jedem einzelnen, also mit jeder einzelnen These. Nicht? Denk doch mal drüber nach, Mensch. Also angenommen, ich hätte Idee und D60, ne? Das ist klar. Was gibt D60 verkettet? Mhm. Warum kann das dann keine Gruppe sein? Was ist sie denn nämlich nicht? Diese Struktur? Was? Abgeschlossen, nicht abgeschlossen, genau. Ne? Also wenn jetzt D120 hier rauskommt, dann ist das Ding hier nicht abgeschlossen. Also keine Gruppe. Ja? Genau. D mit, verknüpft mit D180. Machen wir das mal.
Wartet mal, ich muss das mal ein bisschen weiter hier hinschreiben. Es ist ja voll schief hier. So, also. Wir haben auf jeden Fall schon mal, wir haben vorhin gesagt, das ist eine Gruppe, ne? Das ist immer eine Gruppe. Eine Untergruppe, Entschuldigung. Dann haben wir diese hier. ID und D180. Schauen wir mal, ob das eine Gruppe ist, ne? Okay, das ist klar. Und was gibt D180 verknüpft mit D180? Idee, genau. Hier haben wir wieder unsere typische zweielementige Gruppe. Ne, sieht ja immer so aus. Gibt keine andere Struktur für zweielementige Gruppen. Okay, zweielementige Untergruppe gefunden. Die Gesamtgruppe ist Untergruppe. Also wir haben jetzt hier schon drei Untergruppen. Okay. Mhm. Wenn ich D60 drin habe, kriege ich auf jeden Fall auch D120 als Ergebnis raus. Dann müsste auch D120 schon in der Gruppe drin sein. Und wenn ich das mache, kriege ich die gesamte Gruppe. D120 und D240, genau. So, was gibt D120 mit D120? Was gibt D240 mit D120? ID. Genauso natürlich so. Und D120, genau. Abgeschlossen. Assoziativ sowieso. Es gibt zu jedem Element ein Neutralelement. Und zu jedem Element, Quatsch, es gibt genau, vergesst das, was ich gerade gesagt habe, es gibt genau ein Neutralelement, nämlich ID ist mit drin, und es gibt zu jedem Element ein inverses Element. So, okay. Gibt es weitere? Könnten wir die anderen drei nehmen, D60, D180 und D300 in eine Gruppe draus bilden? Warum? Eine wunderschöne Formulierung. Wenn wir D60 nehmen, bildet es alle ab. Es werden irgendwie dann alle rauskommen bei. Weil, wird gleich der nächste Punkt sein, D60 ein erzeugendes Element von der gesamten Gruppe ist. Trotzdem, noch eine andere Überlegung, eine sehr einfache Überlegung, warum es nicht eine Gruppe geben kann, die nur aus D60, D180 und D300 besteht. Was muss immer in der Gruppe drin sein? ID. So. Was stellen wir aber fest? Alle Untergruppen haben eine Ordnung, die die Ordnung der Gesamtgruppe teilt. Ne? 1 teilt 6, 2 teilt 6 und 3 teilt 6. Wir brauchen nicht nach einer 4-elementigen Untergruppe zu suchen, nicht nach einer 5-elementigen und so weiter. Okay. Dann würde ich sagen, schließen wir das Thema Untergruppen ab. Ne, wir schließen sie wirklich ab. Wir kommen nochmal drauf zurück jetzt, aber kommen nochmal von der anderen Seite ran. Und dazu muss ich die Tafel wischen.